Hallo zusammen und willkommen zurück bei World of Warcraft. Wir befinden uns gerade in Oribos. Ich habe nämlich tatsächlich mal ein wenig das Inventar aufgeräumt. Ups, das hier kann ich anziehen und das ist anscheinend sogar besser. Sehr schön. Genau, ich habe das Inventar mal ein bisschen aufgeräumt und wir müssen uns jetzt halt in den Sturz der Übertragung stürzen. In den Ring der Übertragung. Da in den Schlund. Stürzen. Es gibt hier inzwischen einige Quests, da gibt es auch einige, die man machen kann anscheinend. Ich habe auch eine angenommen, irgendwie mit Mache 30 Weltquests oder so, das ist jetzt storytechnisch wahrscheinlich eher irrelevant, deswegen brauchen wir das jetzt im Let's Play nicht großartig behandeln, aber vielleicht gibt es da doch das ein oder andere, was wir dann noch machen können, so entweder zwischendurch oder gegen Ende, wenn wir hier mal durch sind. Wobei ich zu der Zeitpunkt der Aufnahme hier ist schon bekannt, dass quasi was der nächste Patch sein wird. Ich habe mir das nicht genau durchgelesen, was da kommt, weil ich weiß ja noch nicht mal, was hier jetzt eigentlich noch passiert. Aber es ist schon bekannt, deswegen ich bin gespannt, ob ich zuerst durch in Anführungszeichen bin hier, bis der Patch kommt oder erst der Patch kommt und ich wieder hinterher laufen muss. Naja, wir werden auf jeden Fall jetzt erst einmal das hier machen, nämlich eine Reise in den Schlund antreten. Mal wieder. Keine Überraschungen. So. Bumm, da sind wir. Im Schlund ignoriert euer Reittier eure Rufe. Hallo, Venarid, dich kennen wir schon. Spürt ihr, wie der Schlund an eurem Verstand zerrt? Oh, ihr seid zurückgekehrt. Welch ein Glück. So schnell zurück, Schlundgänger? Zurück, um mehr Seelen zu retten? Wie mutig. Allerdings muss ich sagen, dass eure früheren Eskapaden die Aufmerksamkeit des Kerkermeisters erregt haben und seinen Zorn. Schließlich konnte ihm bisher noch niemand entkommen. Abgesehen von mir. Seine Streitkräfte sind jetzt alarmiert und jagen alle irrenden Seelen, die der legendäre Schlundgänger vielleicht von ihm stehlen könnte. Die Situation ist für mich deswegen sehr unpraktisch geworden. Wenn wir beide erfolgreich zusammenarbeiten wollen, müssen wir zuerst einige Grundregeln festlegen. Und ihr braucht die richtige Ausrüstung. Okay. Beschafft etwas von Wert. Wie lauten denn die Grundregeln der Zusammenarbeit? Ihr werdet niemandem von meiner Existenz erzählen. Was ihr hier erreichen wollt, müsst ihr selbst erledigen. Ich werde euch einen Seelenbewahrer überlassen, ein Artefakt, in dem ihr die im Schlund gefundenen Seelen aufbewahren könnt. Wenn ihr den Seelenbewahrer und die Bedingungen annehmt, haben wir beide eine Abmachung. Ihr werdet mir jegliche Informationen, die ihr im Schlund findet, anvertrauen. Im Gegenzug erlaube ich euch, Werkzeuge zu erwerben, mit deren Hilfe ihr dieses Reich überleben und die Seelen, die ihr sucht, retten könnt. Haben wir also eine Abmachung? Abgemacht, ich werde niemandem von euch erzählen, wenn ich den Seelenbewahrer bekomme. Ich werde euch nicht länger aufhalten. Erstaunlich, was man alles im Schlund finden kann. Ich rühme mich, etwas Nützliches zu erkennen, wenn ich es sehe. Okay. Ach, mein neuer Partner. Mal sehen, wie lang ihr durchhaltet. Kümmert euch um diesen Seelenbewahrer. Ich möchte nicht noch einen beschaffen müssen. Los jetzt, an die Arbeit. Viele dem Untergang geweihte Seelen leiden im Schlund. Ihr müsst vorsichtig sein, wenn ihr euch nicht zu ihnen gesellen wollt. Euer Seelenbewahrer kann eine kleine Anzahl von Seelen festhalten, bis ihr zu eurem Pakt zurückkehrt. Aber das nützt euch wenig, wenn ihr selbst diesen Ort nicht überlebt. Wenn ihr selbst diesen Ort nicht überlebt. Es gibt eine Substanz, Stygia, die man bei einigen Geschöpfen im Schlund findet. Je stärker die Seele, desto mehr Stygia besitzt sie. Oder Stygia, ich weiß nicht. Sammelt etwas davon für mich und ich kann daraus viele Dinge fertigen, die ihr recht nützlich finden werdet. Rettet 5 Seelen und holt 60 Stygia. Stärkere Feinde haben eine Chance, große Mengen zu verlieren. Nutzt die Stygia, um von Venari eine Chiffre des Rückzugs zu kaufen. Kehrt Regel 1. Geht nie ohne Fluchtstrategie. Um die eigene Existenz im Schlund zu sichern, sollte man immer einen Fluchtplan parat haben.
Ich weiß, wie ironisch diese Regel erscheint, da ich momentan selbst hier festsitze. Ihr dürft kurz lachen, ohne dass ich es euch übel nehme. Ha, ha, ha. Genug gekichert. Versammelt die Stygia und kommt sofort wieder. Eure Chiffre wartet. Alrighty. Also, mich nervt es so, dass ich nicht reiten kann hier unten. Also, Stygia sammeln. Sie hat mir nochmal bestätigt, dass ich das korrekt ausspreche. Heißt einfach hier jetzt Gegner töten, oder was? Und da fliegt dann dieser Kristall da hinter mir her und dann... Ist das korrekt? Ich bin mir noch etwas unsicher. Ups, vielleicht sollte ich mal meinen Leerwandler wiederholen. So. Dann schauen wir doch mal, ob wir hier halbwegs zurechtkommen. Und ob wir dann tatsächlich das bekommen, was wir brauchen. Nö. Okay. Also ich kann aber... Hier, das kann ich aufmachen. Und dann kann ich die eingesperrte Seele retten. Okay. Das ist ein Schemenhund. Okay. Das ist ein wenig viel auf einmal. Ich glaube, das wird nicht so gut enden. War das irgendwie eine Elite? Nee, es waren einfach nur zu viele, oder was? Wir haben einen Teil unserer Stygia verloren. Wir müssen zu unserem Leichnam, um sie wiederholen. Ja, aber ihr seid ja witzig. Ich hatte noch gar keine. Doch, warte, ich hatte welche? Ihr haltet 20 Stygia. Ach, durch die eingesammelte Seele. I see. Und da... liegt jetzt meine Leiche. Okay, ich verstehe ich jetzt nicht hundertprozentig. Aber wir haben auf jeden Fall schon welche. Das ist natürlich super. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte, man muss irgendwie Gegner dafür töten, aber ich habe nicht richtig aufgepasst, ehrlich gesagt. Ne, wir kriegen einfach 20. Wenn wir hier so jemanden befreien anscheinend. Naja, dann nehmen wir doch die hier am Wegesrand rumlungern, einfach mit. Und dann haben wir es ja eigentlich. Die zwei bewachen den da gerade. Der da ist gerade leider auf dem Weg hierher. Ja. Warte, wir spielen jetzt GTA? Eure Handlungen im Schlund lenken das Auge des Kerkermeisters auf euch. Wenn die Leiste voll ist, wird eure Bedrohungsstufe erhöht. Ist das nicht wie in GTA, wenn man zu viel Scheiße baut, dass die Polizei dann je mehr und mehr Leute schickt, um einen zu fangen? Das ist natürlich auch wieder super platziert hier, weil ich kann hier nicht genau sehen, was passiert. Was einfach damit zu tun hat, dass hier drüber mein Overlay ist. Ich habe es schon von hier hochgeschoben. Vielleicht muss ich es nach unten links schieben oder so. Ja, da oben will ich nicht hin. Ah,
Mache ich aber wenn wahrscheinlich nachher. Ach so, im Schlund, ja. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. So, dann haben wir jetzt hier noch. Jawohl, da haben wir's. Also die haben wir gesammelt und jetzt können wir dann aus dem Schlund wieder zurück, oder wie ist das? Was ist mit euch hier? Ach so, euch hat jemand hier weggelockt. Ich verstehe, okay. Bin mir noch nicht ganz sicher, was das langfristig für mich heißt, aber was ich jetzt hier gelernt habe, aber das macht ja nichts. Da konnte jemand reiten, offensichtlich. Oder sieht das nur so aus? Nee. Scheint schon so zu sein, dass Alle man reiten lernen Mysterien kann. werden gelüftet. Ah ja, okay. Also, Chiffre des Rückzugs. Teleportiert den Zaubernden zu Venaris. Venaris Zuflucht kann nur innerhalb des Schlunds aktiviert werden. 5 Aufladungen, ich verstehe. Okay, ja, ich möchte bitte eins davon. Und Stygia ist hier diese Währung, da kann man noch alles mögliche sonstige kaufen. Naja, für Torgast und so. Traut nichts, was ihr Okay. im Schlund seht. Ihr scheint ein Händchen dafür zu haben, die Aufmerksamkeit des Kerkermeisters auf euch zu lenken. Das ändert die Bedingungen unserer Vereinbarung. Auch wenn ihr vielleicht mit euren kostbaren Seelen im Schlepptau abreisen möchtet, müssen wir erst noch weitere Angelegenheiten regeln. Das Auge des Kerkermeisters ist auf euch gerichtet, und das verheißt für keinen von uns was Gutes. Nehmt dieses Gerät, ihr werdet meine Zauberschutze verstärken, damit ihr mich nicht auch noch bemerkt. Das Letzte, was ich brauche, ist ein lauter, uneleganter Sterblicher, der noch mehr Aufmerksamkeit auf mich lenkt. Ich kann schließlich nicht zulassen, dass der Kerkermeister mich gefangen nimmt. Ja, hier war ich irgendwie zu schnell, egal. Ich bin viel zu wertvoll. Entdeckt Regel 2. Bleibt unauffällig. Der Schlund ist kein Ort für Theater. Geht rein, holt, was ihr wollt, und dann raus. Und versucht, weder Glieder noch sonst was zu verlieren. Naja, meine Glieder wollte ich schon behalten eigentlich. Das wäre zumindest der Plan, ja. Da euch der Kerkermeister bemerkt hat, seid ihr verdammt. Wenn ihr etwas Bedeutungsvolles im Schlund tut, zieht das seine Aufmerksamkeit auf euch. Was wir nicht wollen. Nicht? Hm. Habe ich vielleicht was grundlegend falsch verstanden? Tut mir leid. Okay, also wir verstärken jetzt hier Zauberschutze, damit der uns hier nicht findet. Zuerst hetzt er die Seelensucher auf euch, dann die Türme, dann die Todesschwadronen und dann, das wollt ihr gar nicht wissen, methodisch und akribisch vorgehen. So bleibt man am Leben. Die gute Okay. Nachricht, ihr seid hier in meiner Zuflucht sicher, da draußen nicht. Sollte euch etwas zustoßen, könnte euch ein bisschen wertvolles Stygia durch die Lappen gehen. Okay. Doch keine Angst, sterbliche Seele. Bleibt seinem Blick einen Tag fern und der Kerkermeister wendet sich von euch ab. Dann könnt ihr euch wieder hinauswagen, um Stygia zu sammeln. Für mich. Ich verstehe, das ist also gleichzeitig ein Mechanismus, um zu beschränken, was ich täglich tun kann. Okay. Wollt ihr handeln oder euren Atem verschwenden? Das sollte reichen, um uns vor dem Blick des Kerkermeisters zu verbergen. Ich brauche euch lebendig, wenigstens vorläufig. Und jetzt wieder an die Arbeit. Bevor ihr dieses verfluchte Reich verlasst, gibt es eine letzte Aufgabe, die ihr für mich erledigen müsst. Die Schlundgebundenen überführen regelmäßig Seelen aus vielen verschiedenen Gebieten im Schlund in verschiedene Blöcke von Torgast. Ich kenne zufällig ein solches Gebiet. Stellt dieses Leuchtfeuer dort auf, damit ich informiert werde, wenn die nächste Überführung stattfindet. Und wenn ihr vom Feind gesehen werdet, nun, ihr seid bekannt für eure Tapferkeit im Kampf, ja? Regel 3. Vertrauen und Informationen sind nicht umsonst.
Erinnert ihr euch an die Chiffre? Ihr steht jetzt in meiner Schuld. Stimmt doch gar nicht, ich habe die bezahlt. Okay, die ist natürlich praktisch gerade im Schlund, weil dann komme ich hier wieder raus und da komme ich wieder nach Oribos. Seelensucher, okay. Dann latschen wir mal hier rüber, um das Signalleuchtfeuer zu platzieren. Aber so richtig begriffen, was das Ganze jetzt so im Game für mich heißt, habe ich immer noch nicht. Aber gut, macht ja nichts. So, den Typen da sollte man wahrscheinlich besser ignorieren, ne? Versuchen wir es mal klammheimlich. Hui! Kokyrus. So, da haben wir das verkohlte Ungetüm hinter uns gelassen. Und setzen jetzt hier das Signalleuchtfeuer. Für die Erdenmutter! Aus dem Schlund entkommt ihr nie! Hey! Oh, das war doch Bane. Bluthufs Kriegskolben geborgen. Jetzt habe ich da so ein Problem, da ist nämlich so ein verkohltes Ungetüm hinter mir her. Kann das Viech zufällig, hat das, wow, Lust vielleicht wegzulaufen? Jawohl. Bald ist eure Seele an den Kerkermeister gebunden. Also das Ungetüm ist immer noch da hinten und fürchtet mich, aber ich hoffe, dass das dann auch wegbleibt. Das wäre ganz gut. Allerdings sind das hier definitiv zu viele Gegner. Ja, da ist es auch wieder. Ja. Der Angriff war zu viel. Ihr habt einen Teil eurer Stygia verloren. Kehrt zu eurem Leichnam zurück. Cool, ich kann als Geist hier auch schön Körper sammeln. Kräuter sammeln, meine ich. Du ignorierst mich aber, ne? Ja. Okay, I see. Assassine von Jabberwocky, okay. Also das ist ganz schön schwierig hier unten. Die Gegner sind doch schon ganz schön stark, obwohl ich ja auch stärker geworden bin, aber... Offenbar... Turminquisitor getötet, ja, das ist das, was ich hier versuche. So. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Hallo. Bald ist eure Seele an den Kerkermeister gebunden. Ja, meinetwegen. Jetzt sollte das hier aber ein bisschen einfacher sein. Das ist auch wieder so ein Verräter aus der Bastion, ne? Sieht zumindest halt nach jemandem aus, der aus der Bastion ursprünglich mal kam. So. Komm, Sargon, lass mich nicht im Stich hier. Wir schaffen das. Er wird
Stygia. Ah, I see. Optional benutzt eure Chiffre. Nee, das kostet mir zu viel Stygia. Ich hab nicht so viel davon. Was ist das hier? Seefahrer-Dublonen. Die sind aus BFA eigentlich. Dienstmedaille brauche ich nicht. Kriegsressourcen brauche ich nicht. Seefahrer-Dublonen brauche ich nicht. Legion, ich brauche ja eigentlich Shadowlands. Argentum-Belobigungen brauche ich auch nicht. Genau wie das durchgeflutete Rubin. Reservoir-Anima können wir uns mal anzeigen lassen. Und Stygia können wir uns mal anzeigen lassen. Das sind ja anscheinend zwei wichtige Währungen hier. So, dann machen wir jetzt mal hier wieder einen Abgang. Und vor dem sollten wir uns definitiv in Acht nehmen. Und dann laufen wir hier einfach den Weg zurück, um ein bisschen Stygia zu sparen, weil wir haben nur 44 davon. Das Nebenprodukt der gewaltsamen Vernichtung einer Seele im Schlund. Was ja auch nicht so angenehm klingt. Ich will eigentlich keine Seelen vernichten. Aber gut. Genau, hier, das interessiert mich ja noch, wie es hier weitergeht. Und auf der einen Seite muss ich sagen, ich habe ein bisschen Angst, diesen linearen Pfad, der wir spielen, einfach Story, quasi mit vielen Nebenquests und so, zu verlassen. Aber auf der anderen Seite freue ich mich auch ein bisschen drauf. Dann, wenn man wieder, also so wie jetzt auch schon, quasi, da sind wir ja schon angekommen mit den Weltquests in einer der letzten Folgen. Wenn man Weltquests machen kann, täglich, dann halt, wenn man Lust hat. Und solche Sachen, die man halt, also die sich fürs Let's Play meiner Meinung nach gar nicht so eignen, außer vielleicht das erste Mal, damit man sieht, wie es ist. Aber solche Sachen wieder zu machen und dann vielleicht auch wieder mehr mit Freunden so zu machen, weil die Story spiele ich ja alleine. Und andere Sachen kann man dann vielleicht auch wieder zusammenspielen. Habt ihr etwas von Interesse gefunden, Schlundgänger? Ich werde auch in Zukunft Handelsmöglichkeiten haben, Schlundgänger. Ich bin sicher, dass sich unsere Wege wieder kreuzen werden. Einer eurer Partner wurde nach Torgast gebracht. Es klingt, als hätte er sich ganz schön gewehrt. Vielleicht könnte er sich auch als nützlich erweisen, falls man ihn retten sollte. Passt gut auf, wenn das Auge des Kerkermeisters euch erfasst. Ich verliere nur ungern so vielversprechende Geschäftspartner wie euch. Okay. Die Bedingungen unseres Handels sind erfüllt. Ihr dürft mit euren erlangten Seelen aufbrechen. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, was unser Auftrag hier unten war. Deswegen, okay, wir haben Seelen geholt offensichtlich. Vielleicht erfahre ich da ja nochmal was und das muss ich mir meine letzten Folgen nochmal angucken. Vielleicht ist das Schicksal dieses Gefährten Bane für euch oder eure Verbündeten von Wichtigkeit. Ich schlage vor, ihr kehrt nach Oribos zurück, um euch mit ihnen zu beraten. Keine Eile, letztendlich leiden die in Torgast Gefangenen sowieso schon jahrhundertelang. Oh, und denkt bitte daran, niemandem von unserer Vereinbarung zu erzählen. Letztendlich ist Diskretion zwischen Geschäftspartnern äußerst wichtig. Traut, ihr solltet jetzt gehen. Der Kerkermeister lässt sich sein Spielzeug nur ungern rauben. Auch nicht das Ausgemusterte. Los jetzt, zurück nach Oribos mit euch. Euer erster Tod in Torgast zählt nicht. Ah ja, hier kann man auch so Torgast-Kram kaufen. Entdeckt weitere Geheimnisse, dann sprechen wir. Okay, 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 okay. Okay. Hier bin ich sicher und es reitet einfach eine Vorhut hier rein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, dann würde ich sagen, zurück nach Oribos. Meine Güte, ist hier wieder viel los. Da, 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 da. XP pro Sitzung, ja, das ist natürlich aktuell auf Level 60 eher so eine unsinnige Statistik, aber was soll's.
Das hier war die Nebenquest, die ich nicht machen wollte, weil PvP, wenn ich mich recht erinnere. Hallo, Herr Hochlord. Gibt es Neuigkeiten? Die Dunkelheit des Schlunds umgibt euch. Was bringt ihr für Neuigkeiten? Das Gleichgewicht muss wiederhergestellt werden. Bane leidet in Torghast, aber zumindest wissen wir jetzt, dass er noch lebt. Ohne einen Angriffsplan zu seiner Rettung zu eilen, wäre jedoch zum Scheitern verurteilt. Lasst mich etwas ausarbeiten. In der Zwischenzeit könnt ihr die Seelen, die ihr gerettet habt, zurück nach Sündensturz bringen. Denatrios Machenschaften haben die Vorräte der Ventür schwinden lassen und Prinz Renatal braucht alle Seelen, die er kriegen kann. Ah ja, sehr schön. Eine außergewöhnliche Seele, die gern zur Ermächtigung eures Paktsanktums beitragen möchte. Wir tragen noch die Ketten der Vergangenheit. Kehrt zur Tenaval in Sündensturz in Revendreth zurück. Teleportation oder sowas gibt's nicht, ne? Ich muss jetzt wieder da hoch und dann fliegen. Das ist natürlich schade. Ich wollte gerade... Das ist total dumm. Also aus Gewohnheit kann man nicht sagen, dass ich das machen wollte, aber ich spiele ja auch noch einen Magier. Das ist so mein zweiter... Also mein... Wie beschreibe ich das? Falls ich es noch nicht erklärt habe. Also mein Hauptziel war immer, einen Magier zu spielen. Ich liebe, liebe, liebe Magie und ich liebe, liebe, liebe Magier. Sollte dem einen oder anderen schon mal aufgefallen sein. Das Ding ist nun, ich wollte aber unbedingt einen Elfenmagier und zwar auch aufgrund der Stats und sowas einen nachtgeborenen Magier. Und dafür muss ich natürlich erstmal die Nachtgeborenen freispielen. Dazu musste ich Legion spielen. Und dazu brauchte ich einen Charakter. Und deswegen habe ich diesen hier angelegt. Und mein Magier hier, das ist der Hexenmeister. Hier, der Magier hier, das ist so eigentlich quasi der ursprünglich geplante Main-Charakter gewesen. Aber ich habe so viel schon mit diesem hier erlebt und gemacht und geschafft, dass unser Troll hier mir so ans Herz gewachsen ist. Ach ja, und natürlich fürs Let's Play ist er natürlich auch hervorragend geeignet, weil der Hexenmeister einfach alleine sehr gut klarkommt. Und ich glaube, ein Let's Play würde sowohl in der Aufnahme als auch beim Anschauen weniger Spaß machen, wenn man dauernd stirbt, weil man die Gegner nicht schafft. Und ich bin im Magier, mit dem Magier im Schlund. Leute, das war ein Krampf, glaubt mal, ey. Wenn man keinen Tank dabei hat, irgendwie hat ein Gegner mich rangezogen und dann war ich schon tot und dann habe ich die ganzen Hauptquests nicht machen können. Und die sind ja, wenn wir das jetzt mal vergleichen hier mit den Nebenquests, relativ einfach, beziehungsweise nicht so aufwendig. Aber mit dem Magier hat das alles viel länger gedauert. Ich meine, da bin ich noch lange nicht durch. Ich glaube, ich hänge noch irgendwo in der Bastion rum mit dem. Aber ja. Ist vielleicht einer der Charaktere, die wir dann nochmal sehen werden, wenn es darum geht, die Paktgeschichten nachzuspielen oder zu erfahren. Also, ne, jetzt gerade sind wir ja mit dem Pakt in Revendreth, das habe ich ja schon mal erklärt. Und dann wäre der Magier vielleicht einer, mit dem wir dann in den Ardenwald gehen oder in die Bastion oder nach Maldraxxus. So. Kehrt zu Tenaval in Sündensturz in Revendreth zurück. Hallo Tenaval, der Seelenwächter. Ach, richtig, so war das, ja. Beobachtet. Ah, ihr wart also erfolgreich, wie ich erwartet habe. Und jetzt werden wir diese Seelen für uns einsetzen. Die guten Leute in Revendreth leiden weiterhin unter der Unterdrückung, durch die Denatrius loyal ergeben sind. Wir können uns erst offen gegen unseren einstigen Meister stellen, wenn unsere Streitkräfte wieder erstarkt sind. Die bereitwilligen Seelen, die ihr aus dem Schlund gerettet habt, werden sich in diesen harten Zeiten als Segen erweisen. Geht zu Vorarbeiter Plattfinger. Er sucht nach Helfern, um Verbesserungen für unser Sanktum zu errichten. Zusammen werden wir dafür sorgen, dass Sündensturz sein volles Potenzial entfalten kann. Ihr habt immer noch Zeit. Machen wir doch glatt. Da oben ist auch noch was Questtechnisches für die Hauptabteilung. Ja,
Ach so, das war... Nee, das ist direkt auch mal hier. Ah, was denn? Neue Seelen, oder? Na gut, sie haben auf jeden Fall Potenzial, das haben sie. Sie können mir hier bei einigen Sachen helfen. Ich habe mir schon einige Sachen überlegt, wie wir diesen Ort hier aufwerten können, aber da ihr die Anima gebracht habt, die uns dabei helfen wird, sollt ihr auch entscheiden, was als erstes verbessert wird. Aber lasst euch nicht überwältigen. Je mehr Anima ihr bringt, je mehr gewillte Seelen ihr findet, desto mehr Möglichkeiten haben wir hier. Für jetzt reicht erstmal eine einzige Aufwertung. Wenn ihr noch anderen Krimskrams findet, bringt ihn mir. Hä? Achso. Das Coole ist natürlich, dass ich an diese Möglichkeit noch gar nicht gedacht habe. Wir sind jetzt in den Schlund gegangen, um Seelen, die fälschlicherweise dorthin gebracht wurden, wieder zurückzuholen, um uns hier zu helfen. Das ist echt cool. So. Reisenetzwerk. Reaktiviert das mysteriöse Netzwerk aus Spiegeln, das sich über ganz Revendreth erstreckt. Fahrt fort, das Netzwerk wiederherzustellen, um die Fähigkeit zu erhalten, zerbrochene Spiegel in ganz Revendreth zu reparieren. Diese können eingesetzt werden, um Zugriff auf geheime Orte und außergewöhnliche Belohnungen zu erhalten. Mhm, Spieglein, Spieglein. Anima-Leiter. Verleiht diesem uralten und mächtigen Gerät Anima. Sobald es wieder betriebsbereit ist, könnt ihr damit Anima in die unterschiedlichen Bereiche Revendreths leiten, um neue Herausforderungen und Abenteuer zu aktivieren. Stellt den Stolz unserer Truppen in Revendreth wieder her, während wir weiter für alle Ventür kämpfen. Ventür heißt sie, ne? Ah. Rekrutiert Gefährten und Truppen und schickt sie auf eine Reihe von Abenteuern überall in den Schattenlanden. Das ist cool, das hätte ich eigentlich gern. Aber das Reisenetzwerk ist natürlich auch cool. Wir machen erstmal das Taktikverständnis hier. Wird erforscht, dauert eine Stunde. Jawohl. Gute Wahl. Es wird einige Zeit dauern, bis der Bau abgeschlossen ist, aber gut Ding will Weile haben, nicht wahr? Wenn es sonst nichts gibt. Nee, jetzt gerade nicht. Es gibt noch viel mehr Macht, die ihr euch aneignen könnt, Schlundgänger. Kommt näher, dann wird alles offenbart. Ohne Opfer, keine Sühne. Die Macht der Ernte fließt durch euren sterblichen Körper. Doch ihr könntet über noch mehr Macht verfügen, wenn ihr eure Seele an eine andere bindet. Das Seelenband zu anderen ist nicht untrennbar. Aber dennoch sollte man diesen Schritt nicht leichtfertig wagen. Ihr werdet die Vergangenheit eures Partners sehen, seine Hoffnungen, Ängste, Träume und auch seine Erinnerungen, sofern noch welche vorhanden sind. Ihr seid dann im wahrsten Sinne des Wortes Seelenverwandte. Ist das Band erst geknüpft, wächst eure Verbindung über die körperliche Ebene hinaus und stärkt euch in vielerlei Hinsicht. Nicht nur eure Muskeln. Ah, Coolio, schließt das Ritual der Seelenbindung ab. Ändert Nadja. Bitte tretet vor. Ah, Nadja heißt sie. Die diese Ehre empfängt. Möge ihre Klinge euch von Nutzen sein, Schlundgänger. Schaut nicht so traurig, Draven. Ihr seid bald genug an der Reihe. Schweigend sieht Nadja auf und ein schiefes Lächeln erscheint auf ihrem Gesicht. Sehr schön, ja, ich freue mich drauf. Die fand ich besonders interessant als Charakter auch. Aber wir werden das Seelenband erst in der nächsten Folge eingehen. Freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.